Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir müssen wieder ein bisschen abreißen. Eigentlich total simple Mission. Hey, Typ, jetzt hab ich das Bruder, wenn ich irgendwann auf den Sack gehe. Ich wollte wissen, der jetzt eigentlich die ganze Zeit. Weil ich muss ja eigentlich, Komm, wo ist Bulldozer Boy? Komm. Nein! Got some sort of disorder, buddy? Yeah, this is gonna be fun. Jetzt geh mir nicht auf den Piss, Alter, mit deinem scheiß Bude. So. Jetzt hab ich mit Mr. Bulldozer und dann geh räumen wir den auf. So, Bulldozer Man ist weg. So, jetzt holen wir uns doch die letzte, damit wir es eigentlich geschafft haben. What's all that damn? Hau da von mir. Oh God! Ah, I'm gonna bomb! Oh, my God! It's run! Ah, jetzt geh mir nicht auf den Sack, bitte. I take that paper. Ah, jetzt fuck mich nicht ab mit der Scheiße, ey. So, Kollege, jetzt einmal kurz in dein Grab schaufeln. Oh, warte, eine Mission. Alter! Boah! War was?
Was ist das für eine Mission da noch? Ah, leck mich doch. Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. So. Gut, genau, ich wollte eigentlich gucken, was das so für eine Mission da ist, weil wir haben ja noch ein bisschen Luft. In den Kran steigen. Und den Abrisskran umgehen, wir können abreißen. Und wir können die... Okay, mit X können wir so wieder runterlassen. Das bringt es was. Gut, also wir können tatsächlich damit nicht kein Haus oder so zerlegen. Na, dann macht es auch keinen Spaß. Ich dachte, das ist wunderbar. Wir können hier mit einem Haus zuballern. Oder hier müssen wir mit abreißen und alles um und dran. Aber scheinbar ist das nicht der ganze Fall. Ja, schade. Schade, schade, Schokolade. Aber unsere Mission haben wir ja erfüllt. Das ist Gott sei Dank die mit dem... Wir haben nebenbei noch eine Triaden-Mission. Weg. Und dann machen wir hier weiter. Photo Opportunity. CJ, you got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit, we gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection and I'm trailing them now. Geht's diese abholen? Komm ich jetzt hin? Vor allen Dingen. Ach, Weltklasse. Wir müssen auch noch da durch die halbe Gegend gucken. Wie komme ich denn jetzt hin? Na, eigentlich müssen wir sogar zurück. Und dann über die Autobahn und dann außen rum unten am Flughafen. Der wohnt auch noch so ewig weit weg, ey. Ach, geil. Müssen wir dem echt noch hinterher, jetzt müssen wir echt noch hinterher. Schade, ich hatte mich gerade so ein bisschen gewöhnt an das Leben hier in San Fierro. Und schon müssen wir die Strecke die Stadt wieder verlassen. Hm.
Keil, muss man denn da? Also wir müssen auf jeden Fall die nächste links Richtung Flughafen und dann eigentlich nur außen rum. Das ist wohl der. Ja, doch, wir fahren, wir müssen eigentlich nur einmal um den Flughafen rum. Und dann kann man da oben rumfahren. Dann geht das eigentlich. Jo, wir haben jemanden überfahren und das ist auch die Karre, die jagt. So, das richtig? Ja. Wir sind sogar richtig. Haben wir fast. Oh, ihr fahrt wieder eine Scheiße zusammen. Ja, eigentlich nur geradeaus und dann irgendwann rechts. Eigentlich jetzt nur geradeaus weiter. Und dann die erste rechts. Erste rechts, zweite rechts, glaube ich. Nicht außen rum, ne? Müssen wir hier abbiegen? Ne, danach die. Jetzt rechts. Hier müssen wir hin. Steig jetzt dieses Wagen. Happy Holmes. Ja. Und ich muss ein Auto fahren, natürlich. Echt eine Überraschung. So, und wo muss ich jetzt wieder hin? Lass mich raten, ich muss wieder zurück in die Stadt oder was? Da, wo ich hergekommen bin, ne? Nee, dann nicht. Immer, das ist der Pain Spray, ne? Wo ist denn da hin? Hä? Angel Pine Way! Follow the road and maybe we can pick them up! Begib dich nach Angel Pine. Ach Gott, da runter auch noch. Also eigentlich nur geradeaus. Wo muss ich denn da hin? Boah, Alter, wo sind die Alten? Da muss ich hin. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Vor allem von da, wo ich jetzt bin. Der schickt mich durch die halbe Weltgeschichte, ja? Also eigentlich nur. Was tue ich hier geradeaus, oder was? Ja. Warte mal, ich muss so komplett wieder hier runter. Angel Pine, ja, wunderbar, ey, was für eine Kacke. Also, geradeaus. Und dann gesehen. Der schickt mich hier durch die halbe Weltgeschichte. Du fährst hier Ewigkeiten rum. Wir müssen auf die Autobahn, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Und dann jetzt links. Also wenn ich gewusst hätte, dass das so eine Mission ist, hätte ich die nicht gemacht. So, jetzt weiter geradeaus. Also hier wieder rum. Boah, was für eine Mission, Alter. Was für eine Mission. Naja, ich glaube, wir machen hier einen kleinen Split, wenn ich ehrlich bin. Weil ich muss hier Feier machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas.